Servus, heute gibt es von mir einen Palettentest. Also ich will heute in diesem Get Ready With Me diese Palette testen und euch ein bisschen was über unseren neuen Autokauf zeigen. Und die Nägel sind schon voll rausgewachsen, weil ich einfach keine Zeit habe, sie zu machen. Gut, das ist die neue Palette, die ich habe. Die ist schon recht bunt. Ich habe von Sleek auch schon den weißen Primer auf die Augen und die werde gleich mal mit dem Augen-Make-up anfangen. Ja, wir haben ja unser Elektroauto verkauft. Mit welcher Farbe fangen wir jetzt an? Am besten mit der Violett. Da. Wir haben unser Auto, ist es runtergefallen, das da? Wir haben unser Auto ja verkauft, dieses Elektroauto, das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. Und wir wollten jetzt das letzte Mal nach Graz fahren und, also nach Graz, nicht nach Wien wollten wir fahren und ein neues Auto anschauen. Das haben wir letzten Samstag oder vorletzten Samstag gemacht und dabei haben wir leider in Graz einen Autounfall gehabt. Eine Massenkarambolage, wo wirklich sehr, sehr viele Autos hintereinander aufeinander gepickt sind. Dann haben wir drüben 2 Stunden warten müssen, bis wir vom OMTC abgeholt worden sind. War uns ja egal. Haben wir drüben einen Leihwagen gekriegt. Alles schön und gut. Dann sind wir mit dem Leihwagen weiter nach Wien gefahren, also nach Wien gefahren und haben drüben ein Auto besichtigt. Und zwar einen schönen Jeep. Hat nicht schlecht ausgeschaut. Und ja, dazu hat es noch Sommer- und Winterreifen gegeben, also 2 Partien Reifen. Ja, den haben wir gleich drüben direkt gekauft, weil wir eben den anderen verkauft haben und daher unser anderes Auto eben Schrott war. Da ist schon, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Haben wir gedacht, kaufen wir direkt dieses Auto. Der Mann hat uns dann gesagt, ja, am Montag geht er Pickerle machen, am Dienstag verschickt er die Papiere und spätestens Donnerstag sind die Papiere zu Hause bei uns. Ja. Ausgemacht worden, dass Sommerreifen waren und alles drum und dran. Wir haben ein paar auf die Hand gezahlt, alles perfekt und natürlich Rechnung und so mitgekriegt. Am Donnerstag ruft mein Freund an, weil die Papiere noch immer nicht gekommen sind. Ja, er steht jetzt gerade beim Pickerle anscheinend und macht das Pickerle jetzt, weil er keine Zeit gehabt hat. Er hat aber gewusst, dass wir kein Auto haben und er hat gewusst, dass wir das Auto wirklich dringend brauchen. Ja. Und er hat gesagt, und die anderen Autoreifen hat er uns auch schon zur Seite gelegt, die 2. Partie. Und wir müssen dann halt noch über den Preis reden, über die Autoreifen. Dann hat mein Freund gesagt, die Autoreifen waren nicht dabei. Das haben wir doch ausgemacht, dass die Autoreifen dabei sind, die 2. Partie. Und er hat gesagt, nein, das Auto ist so gutes Auto, du kannst diese Autoreifen nicht auch noch dazugeben, weil es ist so gutes Auto und es ist auch so ein billiger Preis, was wir gekauft haben. Das kann er jetzt nicht machen. Dabei, es war ein Standardpreis, es war nicht unbedingt billig, das Auto. Für das Baujahr, es war ein Jeep und es war eben schon ein älterer Jeep. Egal, das hat jetzt nichts zum Thema. Wir wissen das Auto, wie viel das Auto wert ist. Ja, dann hat er gesagt, ja, nächste Woche werden wir dann das Auto abholen können. Und das wäre dann am Wochenende gewesen. Das Problem ist, wir haben aber Arzttermine mit den Kindern gehabt. Also wir hätten das Auto wirklich am Wochenende abholen müssen. Natürlich am Samstag, also am Freitag, Samstag wollten wir das Auto abholen, dass wir es eben daheim haben, dass wir eben diese Woche zum Arzt fahren können. Ja, das ging jetzt auch nicht, weil es keine Pickerle hat, weil das Auto noch nicht gemacht worden ist, was er gesagt hat, dass was er alles machen wird. Und auf einmal sind die Autoreifen dabei. Dann haben wir gesagt, ja, dann muss er uns aber, dann können wir das Auto nicht nehmen, dann nehmen wir ein anderes Auto, dann brauchen wir das nicht, dann soll er uns das Geld halt wieder zurücküberweisen. Jetzt ist das Problem, er hat gesagt, ja, dann muss er jetzt mit irgendeinem anderen, der was ein Auto kauft, reden, dass er dann uns das Geld überweisen kann. Also hat er gar nicht das Geld mehr gehabt. So haben wir uns wirklich gedacht, na super, so ein Schmoren. Ich nehme jetzt den violetten Ton, während ich mir weiterquatsche und werde das da innen verblenden. Ja, jetzt sind wir ohne Auto da gestanden. Mein Freund ist immer mit Motorrad in die Arbeit gefahren und ja, wir haben dann auch kein Auto gekriegt. Jetzt haben wir uns spontan, total spontan ein neues Auto kaufen müssen. Ohne den Geld für das, was wir das andere gekauft haben, also das Geld von diesem Auto haben wir noch gar nicht überwiesen gehabt, haben wir jetzt ein anderes Auto kaufen müssen, mit dem Geld, was wir noch auf der Seite gehabt haben, zum Glück. Also richtig dumm und jetzt hoffen wir, dass der uns so schnell überweist, das Geld, dass wir das jetzt wieder zurückkommen, dass das eine gemachte Sache ist, weil es ist echt ärgerlich, dass der uns nicht einfach die Papiere geschickt hat und wir hätten es dann gekauft, also wir haben es eh schon gekauft gehabt und alles drum und dran. Der hat das Geld schon gehabt und hat uns einfach das Auto nicht fertig gemacht. So wie er es gesagt hat. Und er hat es dann auch recht frech gefunden, dass das dann so abgesagt worden ist von uns, dass wir das Auto nicht mehr geholt haben.
Aber man muss doch denken, wenn man weiß, dass eine Familie kein Auto mehr hat und man schon in der Familie verspricht, dass es am Donnerstag die Papiere haben wird und dass man am Freitag, spätestens eigentlich schon Donnerstag, losfahren könnte, das Auto holen. Dass, wenn sich das eine Woche verschiebt, dass das dann alles nicht mehr hinhaut, dass man dann nicht, ja, dass das alles ein Problem ist dann für die Familie. Weil wir haben kein Auto gehabt, wir waren jetzt eine Woche wirklich daheim, wir haben kein Auto gehabt. Das sage ich jetzt immer wieder. Wir wohnen am Berg, wir können nicht einfach essen und trinken, einkaufen. Wir sind herum, wenn irgendwas ausgeht, wenn irgendwas sein sollte, wenn mal irgendwo die Stirn runterfliegt, wir müssten wirklich die Rettung rufen, dass wir irgendwie ins Krankenhaus kommen. Ihr müsst ein Taxi nehmen und 40 Euro zahlen, dass ihr in die Stadt kommt mit den Kindern. Das muss man sich auch mal. Also 40 Euro war es jetzt nicht, aber ich denke schon, dass es so um die 40 Euro sein würde, um in die Stadt zu kommen. Ja. Genau. Jetzt bin ich neugierig, wann der uns das Geld überweist. Was werden jetzt noch für Farbe nehmen? Ich glaube, ich werde jetzt noch diesen Grünton da benutzen und da in die Mitte reinsetzen. Mit dem gleichen Pinsel. Ja. Jetzt dann haben wir unseren anderen, ich glaube, ein Skoda ist das, ein Auto, was wir überhaupt nicht wollten, so ein ganz ein langweiliges Auto. Wir haben eher so gern so Jeeps und große und hohe Autos. Nur jetzt dann haben wir eben so ein Skoda, glaube ich, uns gekauft, um irgendetwas zu Hause haben, weil sonst hätten wir jetzt überhaupt kein Auto. Na, wirklich ärgerlich, sage ich. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann den Skoda wieder verkaufen, dass wir dann uns danach wieder ein richtiges Auto kaufen können, wo dann auch wirklich drei Kindersitze reinpassen. Weil in diesen Skoda könnten vielleicht drei Kindersitze reinpassen, wir wissen es aber noch nicht, wir müssen es jetzt einmal testen. In Jeep hätten nämlich drei Kindersitze reingepasst, aber ja, wenn man Not am Mann hat, muss man halt irgendein Auto nehmen. Was sehr, sehr ärgerlich war. Na. Überhaupt sind wir hier rausgefahren, 4 Stunden raus und 4 Stunden zurückgefahren, nur um dieses Auto zu kaufen. Und dann waren wir noch einmal 4 Stunden raus und 4 Stunden rein, nach Kärnten wieder gefahren, um das Auto dann zu haben. Und der Zahn hat das uns einfach nicht hergerichtet. Das darf man doch nicht machen, oder? Das ist doch für uns ein totaler finanzieller Schaden jetzt gewesen. Und sehr, sehr ärgerlich. Naja. Ja, das war sozusagen unser Autokauf. Eigentlich wollten wir diesen Jeep ja wirklich haben. Wir hätten ja gerne einen anderen erst gehabt, einen Range Rover. Und da haben wir auch ein Problem gehabt beim Kaufen. Wir sind umgegangen zum Händler und wollten einen Range Rover haben ganz am Anfang. Und haben wir gesagt, ja, der Händler hat uns gesagt, der ist 24.000 Euro wert. Und er wird uns das Auto eben mit 23.000 Euro verkaufen, weil er ja so guter Mann ist. Dann haben wir geschaut in der Eurotax-Zone, also wenn man beim ÖMTC anruft, kann man ja schauen, wie viel das Auto wirklich wert ist. Haben wir drauf gemacht, das Auto ist nur 21.000 wert. Und dann sind wir umgegangen und haben gesagt, ja, das Auto ist aber nur 21 wert und es wird auch nicht so hoch verkauft. Bei uns, da ist der Verkaufspreis auch viel geringer und man kriegt es halt billiger. Und das ist es nicht wert, das Auto. Und dann hat er gesagt, ja, das hat er nichts damit zu tun. Das müssen wir zu einem anderen Mann gehen. Dann sind wir zu einem anderen Mann gegangen, der was uns dann ausgedacht hat und hat nur gemeint, ja, es ist erstens einmal eine Luxusausstattung, die was es nicht war, weil wir haben es genau so, es war keine Luxusausstattung, gar nichts. Dann hat er gesagt, ja, dann ist es halt keine Luxusausstattung, aber es ist noch immer seine Sache, für wie viel Geld er das verkauft. Und wenn er uns sagt, dass das so und so viel wert ist, dann ist das für ihn so und so viel wert und er wird das auch verkaufen und irgendeiner wird das schon kaufen sozusagen. Also total frech. Also Autohändler. Boah. Haben wir uns jetzt sehr geärgert in letzter Zeit mit Autohändler. Ah ja, ich nehme jetzt diesen Ton oder diesen schimmernden Ton für oberen Auge, dass es schön schimmert und glänzt. Das mache ich immer sehr gerne. Ja, also wir haben uns in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel mit Autohändler rumgeärgert. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt dann, was ihr euch sagen wollt. Und durch meinen Dialekt habt ihr verstanden, um was es geht. Jetzt haben uns zwei Autohändler total verarscht. Und ein Auto haben wir davon schon gekauft. Und ich hoffe, wir kriegen schnell das Geld zurück, dass das eine gemachte Sache ist. Sonst, jetzt gehe ich noch einmal in Violett und verstärke das ein bisschen. Ich will einfach schnell, dass es eine gemachte Sache ist, dass wir nicht noch einmal umfahren müssen und das Geld zurückholen. Das wäre ja auch wirklich dumm.
wenn wir den jetzt an so nachlaufen müssen. Vielleicht sollte man noch einmal anrufen. Naja. Habt ihr auch schon so Probleme mit Autohändlern gehabt? Also wir haben uns diesmal wirklich sehr, sehr stark geärgert. Haben wir noch nie gehabt. Ich werde jetzt noch einmal diesen Violettton oder diesen Lavendelton benutzen für den Augeninnenwinkel. Noch einmal zum Verstärken. Ja, sind jetzt echt ein paar Sachen zusammengekommen in der letzten Zeit. Deswegen hat es ja sehr, sehr wenige Videos gegeben, weil wir uns einfach sehr, sehr geärgert haben. Es war einfach sehr, sehr ärgerlich. Ja. Genau. Und wisst ihr was, weil ich jetzt dann so lustig bin, weil ich natürlich auch noch diesen Blauton da ums Auge zeichnen. Weil ich ein bisschen Farbe brauche. Wenn man schlecht drauf ist, finde ich, dass Farbe sehr, sehr viel bringt. Ja. Und irgendwie hoffen wir jetzt dann, dass wir dieses Auto schnell verkaufen und dann wieder ein Geländeauto kriegen. Das, was uns gefällt. Nur wir haben jetzt halt dringend eins gebraucht, weil die Kinder diese Woche jetzt einen Arzttermin haben. Und man kann ja nicht zum Arzt gehen. Und ewig lang jemanden betteln, dass man ein Auto ausbauen kann, ist ja auch nichts. Ja. Also das war in letzter Zeit so. Also im Endeffekt haben wir uns jetzt an die letzten Tage nur noch geärgert. Über Autohändler. Aber wenigstens hat unser jetziges Auto Allrad. Weil ohne Allrad kommen wir im Winter nicht den Hügel hoch. Ja, richtig ärgerlich. Wir haben, ach ja genau, beim Autohändler haben wir dann sogar den Chef von diesem Laden eine Mail geschrieben, dass wir ziemlich unfreundlich behandelt worden sind. Und wisst ihr, was drauf gekommen ist? Gar nichts. Er hat nicht einmal geantwortet, hat er uns. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, wenn die kein Geld da lassen, dann brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ja, dabei wollte man das Auto sogar kaufen. Hätte der sich jetzt dann bei uns entschuldigt, hätten wir das Auto sofort gekauft. Aber egal. Es war nämlich wirklich unfreundlich, die sind umgegangen mit uns wie kleine Kinder. Ja. Dann natürlich nicht. Wir überlegen uns auch irgendwie, das nicht in Kärnten zu kaufen, weil Kärnten Autos, wenn man in Kärnten Autos kauft, ist es prinzipiell teurer, wie wenn man außerhalb von Kärnten Auto kauft. In Deutschland sind die Autos ja am billigsten. Nur dann ist die Anmeldung hier irgendwie teurer. Aber da kenne ich mich nicht aus. Ja, so ist das. Deswegen hat es in letzter Zeit recht wenige Videos gegeben. Durchs Oma ärgern. Weil wenn ich nicht gut drauf bin und keine Motivation habe, dann mache ich das ja nicht. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt so eine, die was das aus Biegen und Brechen macht. Nee. So. Ich glaube, es geschafft. Ja. Und deswegen war er auf YouTube im Moment nicht so aktiv, weil, ja, so ist das halt nun mal. Genau. Jetzt werde ich gleich mal noch Concealer rauf tun, gegen die Augenringe. Und schaut es einmal an, ich habe sogar Blümchen, ich habe Nelken und sogar Kerze heute einmal im Hintergrund. Bin sehr überrascht über mich selbst. Ja, das ist in letzter Zeit so passiert. Na? Entschuldigung.
das war es im Endeffekt, dass schon die ganzen Sachen, die was ich erzählen hätte können. Ach ja, etwas für das Make-up kann ich erzählen. Dieses Produkt bröckelt dann, das hält doch nicht 24 Stunden, es bröckelt über den Tag dann von den Wimpern runter. Es macht jetzt dann keinen Schatten unter die Augen, aber man sieht, dass ein paar Wimpern dann immer frei sind von Make-up. Also es bröselt runter. Aber nicht stark. Nur mir fällt auf, dass bei diesem Auge öfters einmal dann da oben keine Wimperntusche mehr oben ist. Auf die Spitzen. Also es schaut aus, als ob die Spitzen den ganzen Tag über immer kürzer und kürzer werden. Jo, das ist ein bisschen blöd, aber auch nicht wirklich dramatisch schlimm. So, das Make-up, was ich aufbrauchen will, habe ich schon gesagt, das will ich aufbrauchen in nächster Zeit. Oh, jetzt sieht er ein bisschen. Naja. So war das in letzter Zeit. Aber jetzt hoffe ich einmal, dass wir diesen, ich glaube Skoda, ja Skoda war das, glaube ich, den was wir jetzt gekauft haben. Dass wir diesen Skoda jetzt trotzdem wenigstens einmal ein halbes Jahr behalten. Und dann werden wir uns später noch schauen, ob wir irgendein anderes kaufen. Wir haben am Anfang des Jahres einen Dacia Duster gehabt. Und den haben wir eigentlich recht gern gehabt, diesen Dacia Duster. Den hätte ich gerne jetzt wieder gehabt. Den wollte ich eigentlich. Eigentlich wäre mir ja am liebsten gewesen, wieder Dacia Duster. Aber. Wir wollten dann doch einmal vorher einen Jeep anschauen und ja, so ist das halt passiert. Weil ich diesen Long-Lasting Concealer einmal versuchen, auf meine Pickel raufzutupfen. Das habe ich mit denen noch gar nicht gemacht, weil ich nie so starke Pickel gehabt habe wie jetzt. Aber ich glaube, heute ist der Tag, wo man das machen kann. Ich bin im Moment leider sehr pickelig. Ratet einmal, wieso. Könnt ihr euch eh vorstellen, Frauen, was da los ist? Ja. So ist das halt in letzter Zeit. So. Jetzt noch ein bisschen konturieren. In letzter Zeit habe ich diesen Konturstift auch ein bisschen ausprobiert. Er wird eigentlich immer angenehmer zum Benutzen. Ich benutze jetzt immer so einen kantigen dafür. Und eigentlich wollte ich ja diese letzte Woche, da wo wir ein Auto auch kaufen wollten, auch, dass ich meinen Moped-Führerschein mache, also meinen Motorradführerschein, weil ich habe einen Autoführerschein und ich hätte gern ein Motorrad eigentlich mir noch gekauft und den Schein eben gemacht. Warte, jetzt haben wir uns kurz. So, bin schon wieder da. Ich wollte eigentlich einen Moped-Führerschein machen und dann eben ein Motorrad kaufen, also ein Motorrad. Ich wollte mir Harley kaufen. Daher jetzt haben aber wir zwei Autos sozusagen gekauft haben und das Geld vom anderen Auto noch nicht zurückbekommen haben, ist das jetzt natürlich blöd. Den Schein könnt ihr jetzt trotzdem machen, ist natürlich kein Problem. Ich glaube, kostet dann 1000 da, ungefähr 1200. Aber das Motorrad eben nicht. Deswegen hoffen wir echt, dass man das schnell zurückkriegt, weil es ist in Kärnten im September, ich meine, das dauert jetzt noch lang, im September ist in Kärnten das Treffen, das Harley-Treffen und da würde ich gerne mit meinem Freund gemeinsam zum Harley-Treffen fahren. Wir haben die Emily bis jetzt nur einmal abgegeben, also dass wir sie nicht zu Hause gehabt haben, also dass sie zu meinen Eltern gekommen ist und da waren wir ungefähr 2-3 Stunden weg. Und wir haben gedacht, beim Harley-Treffen werden wir sie wieder abgeben und sie dann auch wieder 2-3 Stunden dort lassen. Und das geht aber nur, wenn ich einen Führerschein habe. Eben. Weil dann zahlt sich das erst aus.
Mal schauen, ob ich das bis September noch schaffe. Weil ich muss ja Vorstunden auch machen und daher die Ärmel noch fest an der Brust hängt und fest an der Mama hängt, ist es immer ein bisschen schwer. So, ich werde jetzt da noch ein bisschen konturieren darüber. Ja, so ist das. Aber ich hätte halt gerne eine Harley. Mein Freund ist total Harley-süchtig, der liebt seine Harley, also der hat jetzt ein 2 Stück. Und ein Motorrad, ein ganz normales. Und ich will eben auch ein Sporty haben. Dann werde ich das Rouge gleich davon benutzen. Aber da brauche ich heute eh nicht so viel benutzen, weil mein Augen-Make-up ist recht violett. Und den Highlighter von dieser Palette werde ich auch noch gleich benutzen. Ich finde, diese Palette ist eigentlich sehr gut aneinander abgestimmt und man kann das sehr gut benutzen. Und seitdem ich jetzt mit ihr kürzere Zeit schminke, also nicht mehr so lange schminke wie vorher, benutze ich eigentlich immer diese Palette jetzt an. Also seit diesem Monat. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich eh meine Favoriten sehen. Ich bemühe mich voll Hochdeutsch zu reden. Hochdeutsch zu reden. Eieiei. Ich bemühe mich sehr Hochdeutsch zu reden. Aber ich schaffe das nicht. Na. Nein, nein. Ich schaffe das nicht. Ich bin ein richtiges Kärntner Mädel. So, dann habe ich von Alverde Naturkosmetik den blonden 01 Augenbrauenstift, den was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ist wirklich eine Empfehlung von mir, wenn ihr sowas braucht. Der haut wirklich sehr, sehr gut hin und er hat eine sehr natürliche Farbe für blonde Menschen, finde ich. Für meinen Blondton oder für das, wie ich das gern hätte. Und der hat da hinten so eine Bürste drauf, um die Haare erst einmal in Form zu machen. So, Dille. Genau. Ja. Bin ich schon neugierig, wollen wir jetzt dann das richtige Auto für uns finden. Oder ob wir uns wirklich diesen Dacia Duster bestellen. Den hätten wir uns ja sofort genommen, den Dacia Duster. Nur das Problem ist die Lieferzeit, die dauert 3 Monate. Ja, ja. Und wir hätten gerne einen. Wir würden den dann von. Ich glaube, von der Steiermark holen, weil in der Steiermark ist der Dacia Duster um einiges billiger wie in Kärnten. In Kärnten kostet der gleich mal, ich glaube, um 2000 Euro mehr. Wenn ich jetzt nicht einen Blödsinn erzähle, ich glaube, müsste jetzt meinen Freund fragen. Aber ich glaube, mein Freund hat gesagt, in Österreich ist er gleich mal ein bisschen teurer wie in der Steiermark. Und deswegen würden wir ihn sowieso von dort kaufen. Noch einmal darüber gehen. So. Ja, ja, so ist das. Ich werde jetzt noch oben ein bisschen Wimperntusche nachlegen, dass es sich ein bisschen verdichtet und noch ein bisschen extremer wird. Normalerweise mache ich das ja nicht so oft, aber heute wieder zu Lust, ein bisschen nachzulegen. Das Problem ist auch, wir wissen ja ganz genau, welches Auto wir haben wollen und deswegen suchen wir die ganze Zeit. Wisst ihr was? Ich muss jetzt noch ein bisschen grün darüber tun, weil da ist ein bisschen weniger grün wie da. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen ja wohl ein bisschen grün auf die Augen. Mehr. Und ein bisschen dunkles Violett werde ich noch drüber setzen und ausblenden. Nur, dass es nicht kantig wirkt. Das wollen wir nicht. So. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Und was habe ich vergessen, meine lieben Leute? So schaut das jetzt aus. Und ja, das war jetzt wirklich sehr, sehr viel Gelaber. Und ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, diese ganzen Sachen zu erfahren. Ja, es ist recht langweilig. Ich weiß nicht, Frauen und Autos sind ja nicht so. Aber
ich kann euch ja nichts über das Auto erzählen. Das Auto ist einfach ein Auto für mich jetzt. Es ist ein graues Auto. Das, was mich natürlich sehr stört, weil graue Autos sind meistens die Autos, die was übersehen werden. Finde ich. Ich finde graue Autos. Also wenn man einen Unfall hat, meistens mit einem grauen Auto. Deswegen stört mich ein bisschen, dass es grau ist. Ich hätte gerne deswegen ein größeres Auto und auch ein sicheres Auto. Wir wollten einen Range Rover nur deswegen haben, weil es einfach ein sicheres Auto haben. Weil es einfach ein sicheres Auto ist. Wir fahren eigentlich sehr, sehr vorsichtig und wir fahren sowieso sicher, weil wir ja Kinder dabei haben. Aber es gibt so viele irre Leute auf der Straße, wo man manchmal denkt, ja, was ist denn mit denen los, wenn die überholen wie irre? Und Bruder habe ich vergessen. Da denkt man sich manchmal um Gottes Willen und dann hat man noch Kinder dabei und jetzt ist mir das Bruderdöschen gebrochen. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Da denkt man sich, es wäre schon intelligenter, ein sicheres Auto zu haben, weil so wie dem, was wir jetzt da vorgehabt haben, mit dem wir den Unfall gehabt haben, der ist zusammengegangen wie so eine Rosine vorne und hinten. Also wenn man da irgendwie blöd ankommt, ist er total Schaden. Bei einem Range Rover wäre das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn wir einen Unfall hätten. Jetzt ist es so auch nicht schlimm gewesen, weil die Kinder ja nicht verletzt wurden und nicht einmal richtig mitbekommen haben, dass wir einen Autounfall gehabt haben. Aber wenn wir schneller gewesen wären und derjenige schneller hinter uns gewesen wäre und der vor uns langsam, also keine Ahnung, wie soll man sagen, wenn wir fester von Dala zusammengedrückt worden sein, hätten die Kinder sicher was mitbekommen und wäre sicher uns allen was passiert durch das Auto. So, ich nehme jetzt noch von Art Deco diesen Bronzer da, der was irgendwann einmal in der LE drinnen war und da wo auch die Verpackung hin ist. Das finde ich sehr schade. Überhaupt bei Art Deco. Gerade bei Art Deco Produkten, sie hat zwar eine sehr schöne Verpackung, einen großen Spiegel drinnen und es ist auch sehr, sehr viel Produkt drinnen. Steht das drauf, wie viel da drin ist? 18 Gramm. Aber die Verpackung ist einfach schrecklich und es war einmal ein richtig schönes Muster drinnen. Und da ist die große mit den Finger reingedatscht. Und das wäre jetzt nur da ein bisschen am Ansatz, ein bisschen Bräune mir zaubern. Ja, das ist halt echt ärgerlich. Die ganze Sache. Ich liebe diesen Pinsel. Ich tue den so gerne. Das ist der von Evelyn, der Kabuki. Und ich finde einfach angenehm. Könnt ihr mir die ganze Zeit streicheln. Ja. Ja, es wäre halt wirklich, es ist halt sehr gefährlich mit diesen Autos zu fahren. Da habe ich lieber ein sicheres Auto, weil wir doch sehr, sehr viel fahren und andauernd ist besser ein sicheres Auto. So. Ach ja, und warum wir jetzt dann so dringend auch ein neues Auto gebraucht haben, weil wir nächstes Monat Urlaub fahren wollen und da braucht man einfach ein Auto für Urlaub fahren. Wir wollen nach Kroatien einmal runterfahren, ans Meer und ja, genau, deswegen brauchen wir ein Auto. So schaut es ausgeschminkt, was passt eigentlich hier, was meinst du hier? Nehme ich jetzt noch ein bisschen näher ran. Oh, das gibt es aber auch nicht oft, dass die Kamera nicht scharf wird. So schaut jetzt aus. Ja, es ist sehr farbenfroh, finde ich. Und ich finde aber, das passt. Und die Seite finde ich heute sehr schön. Überhaupt, weil das so schön glänzt durch den Highlighter. Die Stirn, ja, meine Stirn wird halt extrem faltig in letzter Zeit. Und der Pickel schaut auch wunderschön aus. Und da habe ich jetzt gar nichts drüber getan, weil es einfach schon offen ist. Und gerade Sachen, die was blutig sind, so wie das, dann tue ich kein großes Make-up mehr drüber, weil braucht man nicht unbedingt. So, jetzt werde ich noch im Anschluss meine Blumen zeigen, weil die ja abgeschnitten sind. Ich habe mir diese Blumen gestern gekauft und die sind so schön, das sind Nelken. Und die riechen auch total nach Nelken, also der Geruch ist das Einzige, was sie mit Nelken in Verbindung bringen könnten. Und die habe ich noch gekauft, die sind so kleine. Die haben 2 Euro gekostet und das wird jetzt ein Blumenhaul und die haben so 4 Euro gekostet, glaube ich. Die habe ich beim Bella Flora gekauft. Ja. So schaut's aus. Und da hinten ist noch
so eine Blumenpflanze, die was ich neu eingesetzt habe. Und lackiert habe ich das sogar selbst. Das war mit Acryl, so ein Acrylspray. So viel zu meiner Dekoration. Weil ich übrigens sehr, sehr stolz bin, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, keinen Hintergrund zu machen. Also ich finde das immer so übertrieben, wenn man einen Hintergrund, so einen extremen Hintergrund hat. Und jetzt habe ich mir gedacht, könnte ich mir eigentlich direkt da davor sitzen und brauche ich keinen Hintergrund machen, weil das würde so oder so dastehen. Und dann passt das. Ja. Gut, ich werde jetzt die Sachen wegräumen und da mal drüber putzen, weil da schaut es extrem brutal aus. Der Grünton hat einen extremen Fallout gehabt. Und ich zeige euch jetzt nicht den Tisch, ich werde mal über den Tisch drüber spielen. Man sieht, ich habe alles Glitzer am Finger. Und dann will ich heute noch unbedingt meine Nägel machen, weil die sind schon richtig rausgewachsen. Und die sind auch schon über einen Monat drauf. Ein Monat und 3 Tage. Glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne. Heftig, heftig. Ich bin sowieso total dreckig auf die Hände, weil da alles runtergebröselt ist unter meinem Gesicht. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch was, einen schönen Tag, und ich werde jetzt anfangen zu putzen. Bis dahin!